Erstmal guten Morgen an alle. Ich glaube, für alle war es die letzten zwei Tage rund um Schalke natürlich auch trubelig. Erstmal die Niederlage gegen Rostock, die uns alle sehr, sehr wehgetan hat. Und natürlich jetzt auch dann das, was dann passiert ist. Wichtig, glaube ich, im Vorfeld zu sagen, dass es jetzt keine Ad-hoc-Situation ist oder keine Bauchentscheidung gewesen ist. So ein Entwicklungsprozess, der dann gegen Rostock am Ende dann dazu geführt hat, dass wir uns von Dimitrios Gramotzes getrennt haben, freigestellt haben. Wichtig ist auch nochmal für alle, dass es ein gemeinschaftlicher Prozess war. Dass es einfach die sportliche Führung, der gesamte Verein diesen Prozess begleitet hat, aber auch gleichzeitig auch natürlich auch entschieden hat, dass wir uns getrennt haben. Ganz wichtig. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass wir uns alle auch gefreut haben über die Art und Weise, dass Dimitrios Gramotzes sich ja auch in der Öffentlichkeit auch geäußert hat. Zeigt, was für ein hervorragender Mensch, Sportsmann und auch Trainer er ist, wo er sich verabschiedet hat. Auch die Art und Weise der Gespräche, auch an dem Sonntag, waren einfach respektvoll, waren einfach ein Miteinander im Sinne der Sache. Wir kennen das Fußballgeschäft und von daher ist es einfach auch ein Beispiel dafür, wie man sich ja auch trennen kann. Mit Stil und von daher ist einfach ein wichtiger Punkt, das loszuwerden, dass wir da uns natürlich auch nochmal ganz herzlich bei Dimitrios Gramotzes bedanken. Für uns die klare Entscheidung, gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, dass wir den Prozess Richtung ja, Saisonende so gestalten wollten von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir möchten intern besetzen, weil wir intern die größte Kraft haben, intern wissen, wie die Spieler funktionieren, intern wissen, wie die Abläufe sind, um uns dann auch Richtung Neusaison neu aufzustellen. Heißt, habt ihr alle mitbekommen, Mike Büskens, als neuer Interim-Cheftrainer bis zum Saisonende. Dazu ist natürlich der Matthias Kreuzer, der ebenfalls schon auch im Trainerteam da war. Aber für uns war es einfach klar, dass dieser Weg der richtige ist, weil wir einfach auch die Kraft auch von Mike auch spüren und dass wir genau in diesem Zusammenhang er die Spieler jetzt natürlich auch mit begleitet hat und auch die Ecken und Kanten sieht, jeden Tag mit ihnen sie gefühlt hat. Und von daher ist es für uns ein wichtiger Punkt gewesen, dass wir genau in dieser Stärke das auch voraussetzen, weil wir einfach denken, dass wir jetzt mit neuen Spielen zum Schluss einfach, dass das die richtige Entscheidung ist. Grundsätzlich war es ja so, dass der Bujo sich ja dann auch mit Corona positiv auch abgemeldet hat. Optimal wäre es, wenn Bujo natürlich am Sonntag da ist. Allein mit seiner Aura, mit seinem ganzen Auftreten und hoffen, dass er auch frühzeitig zurückkommt. Und trotz allem, auch da, jetzt schon mal, es gibt kein Alibi. Ne? Selbst wenn der Mike Büskens nicht vor Ort wäre, gibt es keine Ausreden. Mittendrin statt nur dabei, was die Technik alles möglich macht, so kann ich mir das heutige Training live anschauen. Und auf diesem Wege möchte ich mich bei allen bedanken, die mir für die kommenden Wochen und Monate nur das Beste gewünscht haben. Wie gesagt, danke dafür, aber hier geht es nicht um Mike Büskens, sondern hier geht es um den Club, hier geht es um den Verein. Und von daher sind wir alle gemeinsam aufgefordert, die verbleibenden 9 Spiele so erfolgreich wie möglich anzugehen. Ja, also wir brauchen euch. Wir können es nur gemeinsam schaffen. In diesem Sinne, Bujo. Wir werden einen neuen Torwarttrainer dazu bekommen. Ja, jetzt werdet ihr wahrscheinlich alle gucken und aufwachen. Nicht neu, sondern alt. Simon Hensler wird diese Torwartposition bekleiden. Für uns auch nochmal zur Erklärung, dass wir auch damals an der Person Simon Hensler auch inhaltlich wie menschlich nie gezweifelt haben. Ging damals um einen neuen Impuls. Die Situation ist aber jetzt gegeben, dass wir diese Position neu zu besetzen haben. Simon steht bei uns unter Vertrag, wird sich von Anfang an wieder einbinden. Er kennt Schalke wie aus dem FF und von daher war es für uns die logische Entscheidung, Simon wieder dazuzunehmen. Er brennt, um auf diesem Pfad der neuen Spiele mitzuhelfen.